Das eigentliche und wahre Geschenk Gottes ist seine grenzenlose Liebe zu uns. In jeder Gabe Gottes, in jedem Charisma liegt die Seele des Heiligen Geistes, der innerhalb der Dreifaltigkeit in Person die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist. Für mich ist die zisterziensische Mystik in einem Satz des heiligen Bernhard zusammengefasst: Amati amamus, amantes amplius meremur amari. Geliebt lieben wir, und liebend verdienen wir, weiter geliebt zu werden. Dankbarkeit gegenüber Gott ist nur möglich, wenn man ihn liebt, wenn man ihm die Liebe erwidert, die er über uns ausgießt. Halleluja.